Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Simultanmitfahrt, und zwar nach Ewigkeit mal wieder. Und zwar diesmal mit der S1 von Reichenbach nach Wilton. Mit der Linie will ich jetzt schon, doch, ich glaube, zwei Mitfahrten oder so, oder drei sogar gab es mit ihr. Ich habe jetzt auch wirklich mal das beschrieben, einen fertigen Katalog zu machen, und das geht jetzt dadurch, dass ich an den Linien an sich nichts mehr verändere. Vielleicht kommen noch einzelne wenige Haltestellen dazwischen mal dazu, oder ich baue einen einzelnen Bahnhof um, aber prinzipiell sollte sich nicht mehr grob was verändern. Die S1 ist soweit fertig, die habe ich erst jetzt vor kurzem von München weiter verlagert nach Reichenbach, und im Zuge der großen Umbauarbeiten im Bereich Bad Muskau hat die den Linienweg mit der S4 zwischen München und Bad Muskau getauscht, also von da nach da, also jetzt fährt die über Meerahne, wo sie früher über Bad Schandau unter anderem fuhr. Hier in Bad Sachse habe ich auch den Hauptbahnhof neu geändert. Und dementsprechend gibt es ja ganz viel Neues. Und ich hoffe, auf der Karte einiges Neues zum zeigen zu können. Hier in Reichenbach fallen außerdem die S19, die S43 und die S4. Und nach oben ist die S43, die überhaupt nicht voll ist. Ja, ist halt so eine Sache. Verbindung zwischen Enger und Witten. Enger und Bad Sachse und dann noch weiter Richtung Meerahne. Es ist halt doch ein bisschen viel. So, und wir sind schon voll. Das ist ja erfreulich, aber die meisten wollen gleich schon wieder in Gersfeld raus. Gersfeld ist neuerdings ein ICE-Bahnhof. Dazu kommen wir aber gleich, wenn wir in Gersfeld sind. So, in München halten auch die S4 und die S19. Genau. Und die Tram nach Geislingen. Hier rüber, wo der RE3, glaube ich, 13 und der RE7 halten. Ja, ich wüsste auch nicht, was der RE3 hier in der Gegend machen soll. Der fährt nämlich hier unten lang. Ja, ist auch erst vor kurzem verlängert worden. Hier ist einiges verlängert worden. So, und jetzt fahren wir weiter zum Mannheimer Nordbahnhof. Ich sehe eine gewisse Einwohnerzahl. Zwischen sogar, ja, nah ist nah in Mannheim, ja. Oder von der Größe her. Wir sind dafür kleinere Gebäude als in Mannheim, würde ich jetzt einfach mal grob spekulieren. Mannheim sieht aber so nach einer richtigen Oststadt aus hier mit den heruntergekommenen Häusern. Nein, ist nicht als Beleidigung gemeint. Alle Ostdeutschen. So, Mannheim Nordbahnhof. Hier fährt dann nur noch die S4 hier über diese Strecke. Übrigens, wen es interessiert, ja, auf dem Linie jetzt kann man jetzt nicht groß erkennen, aber ich kann mal die S1 hier nochmal zeigen. Hier von Reichenbach über Gersfeld, Meerahne, Paderborn, Bad Muskau, Rosenheim, Liechtenstein, runter weiter über Lübbecke, Fritzack, Heiz nach Wilton. Nicht jede kleine Stadt jetzt hier aufgezählt. Das wird echt zu lang dauern. Oder fahren wir gleich vorbei. So, jetzt hier erstmal die kleinen S-Bahnhöfe in Gersfeld. Gersfeld war ich bisher zu voll, eine Buslinie einzurichten, wie man eventuell erkennen kann. Das soll einen aber nicht daran hindern, dass hier ganz viele S-Bahnhöfe sind. Und jetzt wollen ganz viele in Gersfeld aussteigen, die ja mit dem ICE weiterfahren wollen, zum Beispiel nach Scheer, Innburg, Oppenau, Lindo. Das sind alles Fernbahnhöfe oder auch Norderstedt. Zwingenberg, Lindau, Bär, Husum, waren überall Fernlinien. Genau, und jetzt hier Gersfeld. Das ist alles hier noch Urzustand, würde ich mal sagen. Das ist, existiert seit Ewigkeiten. Heutzutage wird hier niemals mehr so, such dir mal die Strecke aus, bauen. Weil es einfach völlig ineffektiv ist. Jetzt fahren wir nach Geisenheim, der vormals wichtige Bahnhof hier in der Gegend. Als ich die IC-Strecke hier gebaut habe, dachte ich mir so, wie soll ich das machen? Hier übrigens ganz viele Linien. Vor allem jetzt auch wegen dem ICE. Aber inzwischen hat Gersfeld das dann doch abgelöst. Als Umsteigebahnhof. Ist ja halt ein Kreuzbahnhof. Das ist halt so die Sache. Und es wäre kreuzmäßig blöd gewesen, wenn er hier so kringeln würde. Entsprechend fahren die halt über Geisenheim. So. Die S4 und früher auch die S1 fuhren dann hier lang. War Bernburg. Aber jetzt haben die, wie gesagt, hier ab hier die Linienwege getauscht. Im Zuge des Umbaus Bad Muskau war das nur so möglich. Ich hätte das gern behalten, dass hier die S4 und da drüben in Bad Schandau sich das einfuhr. Allein aus Historiengründen. Aber naja. Die S1 fährt jetzt auf keinen der alten Linienwege mehr. Das ist einfach erbärmlich. Auch auf dem ganz ursprünglichen sowieso nicht. Das wäre gar nicht möglich. Der existiert nämlich nicht mehr. Also so gar nicht mehr. Das werden wir gleich sehen. Das war die Ringlinie einfach nur in Bad Buskau rum.
von Lübeck nach Bad Muskau im Ring, über Wolgast noch und so weiter, hält er überhaupt nicht mehr seit Ewigkeiten. Ursprünglich fuhr der von Bad Schandau nach Bühl. Er fährt jetzt keinen mehr dieser Abschnitte. Vorher konnte man sagen, ja gut, Bad Schandau fuhr der noch. Schandau-Lübeck, das war noch der alte Abschnitt und seit den Umbaubeiten eben nicht. Mehr Ahnung besteht, Umsteigerückkehr zum Intercity 1 Richtung Bad Sachsa und dem Intercity 7 nach Röbel. Das ist erst auch eine noch nicht allzu alte Verlängerung. Dann hier unten sieht man Paderborn. Da fahren dann, habe ich hier irgendwann mal dieses Gleis gebaut für den RE8, damit diese jetzt inzwischen doch stark gewachsene Stadt auch mal einen RE-Anschluss hat. Und vor kurzem habe ich dann noch den RB2 da lang gebaut. Wäre jetzt schön, wenn er. Ach komm, es ist einfach toll. Genau in dem Moment kommt ja der RB2 vorbei. Nach Grimma. Also der fährt wirklich inzwischen eine weite Strecke. Der war früher so viel kürzer. Nur Lübecker Hadamar. Also etwa so. So vielleicht. Also ganz kurz. War halt von mir gedacht, als man muss Wilton auch umfahren können. Verbindung. Also wenn man jetzt von mir aus nach Bad Muskau wäre, würde es wahrscheinlich schneller gehen hier. Obwohl. Nach Lübecker auf jeden Fall. Und Wilton würde ich hier mit dem. Also nach Lübeck würde ich hier mit dem RB2 auf jeden Fall fahren und dann umsteigen Richtung Wilton. Also hier mit der S1 bis Wilton zu fahren, das wäre schon... Die armen Leute haben noch ein paar S-Bahn-Stationen vor sich. Stationen gehört jetzt nicht zu den längsten, also diese Linie. Ich kann mal zählen, wie viele Haltestellen. Also hin und zurück 92 Haltestellen. Ja gut, ne? Muss ich nicht zählen. So, hier, wenn das gerade... Ne, das sind ICP. Also IC Plus habe ich eingerichtet, nachdem ich echte ICEs gebaut habe. Vorher sind die ICE. Das ist ein Auslaufmodell. Bald wird es vielleicht nur noch Intercities geben, die existieren quasi nur noch aus Historiengründen. Werden eigentlich nicht mehr gebraucht. Jelitsch ist früher mal ein Fernbahnhof gewesen, das Intercity 1. Dann nach den Umbauarbeiten in Bad Muskau habe ich den nach Erwitte verlegt. In Erwitte ist er jetzt aber auch nicht mehr. Habe ich auch abgerissen und die Intercities fahren jetzt quasi von Bad Muskau durch bis Meerahner Hauptbahnhof. Dafür noch hier Meerahner Zoo, der nötigste Fernbahnhof. Und hier sieht man jetzt schon, da biegt ein Intercity ein. Die Intercities Richtung Marburg, die halten noch zusätzlich jetzt hier dafür in Hecklingen. Dafür konnte ich die Linie, die hier endet, von Buxtehude nach Hecklingen abreißen, indem ich den Intercity von Marburg einfach bis Buxtehude verlängert habe. Das ist auch mal eine schöne Mitfahrfahrt. Das ist die High-Speed-2-Strecke, also die genauso schnell fahren können wie die Regionalexpresse. Aber die High-Speed-2-Strecke, weil die halt sehr selten halten. Wir halten Intercity. So, wir befinden uns jetzt schon in Erwitte. Ab ungefähr hier ist dann der Neubahnhof vom Bad Muskau-Umbau, wenn ich mal kurz Pause machen darf. Ungefähr alles, ja, so ab Dinkelsbühl, später dann noch bis Zahner-Elster. Sich verändert alles hier bis Oberhausen und teils sogar noch hier weiter hoch bis Dissen. Kommt immer auf den Zugtyp an. Hier runter bis Walzassen, Trenn-Schneidenfurt, hier unten ist hier unten alles. Das hier Lübecke bis Friesack und noch weiter bis Tönning. Und das hier habe ich ja alles völlig geändert. Da könnt ihr euch ja mal die anderen Mitfahrten angucken. Ich möchte keinen Screenshot. Dann erkennt man noch, ich erkläre das jetzt nicht mehr so groß. Ich finde, es geht jetzt so ein bisschen um die Mitfahrt. Und wenn ich möchte, kann ich auch das hier mal ausmachen. Ich mag das immer gerne. Vielleicht für eine Mitfahrt ist das doch eher störend. Ah, und wenn man es jetzt richtig fesch haben möchte, macht man es nur so, aber das gefällt mir gar nicht. So, jetzt lassen wir eine S3 vor. Auch erst vor kurzem bis dahin verlängert. Das ist alles in Bad Muskau und Bauarbeiten, wurden Linien fusioniert und verlängert und so weiter. S3, die fuhr ursprünglich völlig anders. Also, sie ist nicht nach Engau gefahren. Nach Ingolstadt, aber das ging jetzt auch nicht mehr, deswegen ist die jetzt in die S15. Also hat jetzt die S15 aufgenommen, die vorher von Bad Muskau bis Engau fuhr. Ah, da kommt schon die nächste S3, hier kommt gerade ein RE8, der ja auch da über Paderborn fährt, RE3. Lange Zeit ein vernachlässigter Zug, der jetzt inzwischen wieder ein bisschen mehr Bedeutung hat. Muskau Flussstraße, danach kommt Funkstadt und danach Bad Muskau Nordbahnhof, ein Regionalbahnhof und gleichzeitig auch der Regionalbahnhof für Funkstadt. 4100, vor den ganzen Umbauarbeiten war eben hier der Westbahnhof und der Ostbahnhof und der Hauptbahnhof, eben Fernbahnhöfe und Regionalbahnhöfe. Der Nordbahnhof hat ein paar Regionalzüge, ich glaube zwei, drei Linien, nämlich die vom Hauptbahnhof nach Bad Elster fuhren. Hier und dann da am Nordbahnhof und dann Bad Elster, weil die nicht am Westbahnhof halten konnten. Inzwischen ist das alles ein bisschen vereinheitlicher und einmal die Strecke hier, die Lichtenstein-Strecke und hier die südliche Rosenheim-Strecke. Das ist alle hier mitten zentral durchgeboxt zwischen Rosenheim und Lichtenstein über den Rosenheim-Lichtenstein-Hauptbahnhof. Sieht man noch Rosenheim-Alter Hauptbahnhof oder hier Lichtenstein-Alter Bahnhof. Also, da ist einiges. Da, wo jetzt quasi das Nordostviertel ist, kann man sagen, der Hauptbahnhof hier unter diesem Schloss hier,
Da lag der Hauptbahnhof. Sechsgleisig oberirdisch und später immer mehr noch unterirdisch an. Und auch oberirdisch zum Teil an Ferngleisen dazu gekommen. Also wirklich ein umfassender Bahnhof. Ja, Bad Uskau Nordostviertel, das ist alles dann im Zuge der Umbauarbeiten entstanden. Auch die Burgstraße, der Bahnhof mit der wohl längsten Fußgängerunterführung auf der Welt. Immer der Blick, wenn ein neues Lied anfing. Ach, hier hat sich inzwischen ein Sägewerk entwickelt. Am Hauptbahnhof. Naja, ehemaliger Ostbahnhof, muss man dazu sagen. Ja, das ist der Intercity nach Marburg, der so voll ist. Und das ist der Intercity nach Laucha, der so voll ist. Der nach Forst. Die Landesorte nach Marburg, Niedenstein und Fürstenfeldbrück sind ICEs. Strählen, das ist auch der nach Laucha, Schloss Holtes, Regionalexpress und der Intercity über Kremdöbel nach Schloss Holte, die ich erst vor kurzem alle verlängert habe, aus Prinzip. Ja, aus Prinzip. Das ist kein Spaß, aus Prinzip. Macht man selten sowas aus Prinzip, ich mach's gerne. Aus Prinzip Linien verlängern. Solche Ideen habe ich jetzt aus Prinzip nach Reichenbach verlängert, weil es in München einfach hässlich aussah, wenn der da immer gewendet ist. Und Reichenbach hatte dann noch zusätzlich Anschluss an die Linie nach Enger und ist inzwischen eine große Stadt geworden und kurz vor Bad Sachsa. Das heißt, man kann in die U-Bahn in Bad Sachsa umsteigen, fährt aber nicht direkt nach Bad Sachsa rein und wird somit nicht völlig überfüllt. Ich habe die S1 ja am Anfang ursprünglich nicht nach Enger geführt, da wo jetzt die S3 fährt, einfach damit die nicht überlastet eine Direktverbindung fehlt, eine Enger mit einer S-Bahn. Die wäre voll. So, Rosenheim hält er jetzt noch. Neben kleinen Bahnhof, Kaiser-Wilhelm-Allee und Abraham-Lincoln-Straße passen perfekt zusammen, muss man echt sagen. Danach hier Rosenheim-Lichtenstein-Hauptbahnhof, der zweite Hauptbahnhof hier quasi an dieser Hauptstrecke. Und der dritte ist dann Lübbecke, der kleinere, weil hier schon zwei Strecken jetzt abgezweigt sind. Die Strecke nach Waldsassen und Lugau und die Strecke hier nach Wolgast. Kann man von da aus überhaupt noch nach Lugau? Nee. Früher ging das mal. Früher. Aber in Muskau arbeiten, wo das alles ein bisschen getrennt. Einmal die S-Bahn, die so fährt und die S-Bahn, die so fährt. Und dann ist das einfach alles ein bisschen getrennter. Damit es nicht mehr so viel Stau gibt. Hier haben wir die S3. Momentan fährt die S19, endet hier noch in Lübeck. Das ist zum Beispiel eine Linie, die ich verlängern möchte. Ja. Da gibt es einige Sachen, wo man die hinlegen noch könnte. Weil da unten zu enden ist doch schon irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, umständlich. Es gibt so viele S-Bahn-Linien, die da in Tönning enden. Zum Beispiel hatte ich dann vor, ich glaube, das war sogar meine ursprüngliche Idee, die dann bis Emmerich zu verlegen, über die Strecke der S57. Bei S57, das ist auch eine ganz lustige Sache, das ist die ursprüngliche Strecke der S3. Dann habe ich die dann später aber nicht mehr über, wie heißt die Stadt, Werdau, hier über Werdau geführt, sondern hier über Lüdinghausen. Und dann musste die ja von irgendeiner Linie bedient werden und dafür habe ich an der S57 eingebaut, nachdem ich erstmal nur Busse hatte und die voll waren. Da hab ich mir gedacht, ach ja, dann streiche ich den halt nicht, den Zuganschluss. Und die S11, ursprünglich die Verstärkerlinie der S1, dann kurzzeitig gelöscht und dann auf derselben Strecke wieder eingeführt und dann irgendwann einfach nur noch nicht mehr bis da drüben, bis Wilden geführt, sondern hier bis Münster nur. Bahnhof übrigens auch vor kurzem neu gebaut. Und ja, dann hier weiter verlegt. Ursprünglich war das die Verstärkerlinie von Wilden hier hoch bis Tönning einfach nur. Tönning zu. Auch eingleisig. Ist alles hier noch ein bisschen veraltet. Ja, Lübeck hier halt, Muskau hier, der größte Bahnhof auf der Karte, wie gesagt. Danach Rosenheim-Lichtenstein hier auf der Stammstrecke, noch ein halbwegs wichtiger Bahnhof. Und Lübeck Hauptbahnhof, der Stammbahnhof, hier der Firmensitz von mir. Von den Eisenbahnen Lübeck-Bad-Muskau. Weil der Fokus inzwischen stark von Bad-Muskau abrückt. Der Bahnhof hatte jetzt inzwischen monatlich nicht mal mehr 100.000 Passagiere. Das war vorher so der einzige Bahnhof, der 100.000 hatte. Inzwischen hat er diesen Status, dann verliert er langsam leider auch. Weil es einfach Verbindungen gibt, die drumherum führen. Hier zum Beispiel, das ist quasi schon für mich zu einem geflügelten Wort geworden. Der RE29 ist der RE, der Bad Muskau umfährt. Deswegen heißt er auch nicht 26, wie es eigentlich korrekterweise heißen sollte. Sondern weil der hier daran vorbeifährt, von Waldsassen nach Schönsee, mal nach Bad Schandau. Dann nach Oberhausen, deswegen heißt der RE29. Einfach für mich so ein geflügeltes Wort. Der Linuxweg und die Maingasse, die wurden auch erst mit den Umbauarbeiten eingeführt. Und jetzt hier der Werner vom Braunring war früher genauso wichtig etwa wie der Hauptbahnhof. Aber der Hauptbahnhof ist jetzt wichtiger. Das müsste jetzt 18 dann sein, ja. Das 18 kreuzt hier nämlich. Aber noch eine andere Linie, dessen Namen ich gerade vergessen habe. S77, genau, dankeschön. Die fährt hier einmal so rum und fährt dann hier über Wolgast auch da hoch, wo die S1 fuhr, nach Erwitte.
Das war gedacht, damit Sesen einen Anschluss hierüber kriegt. Vorher musste man, müssten die nicht in den Wilden umsteigen. Und da Sesen sich langsam zu einer großen Stadt entwickelt, habe ich mir gedacht, ja, kann man mal so machen. Und dann habe ich den gleich noch Intercity-Anschluss spendiert. Weil eine andere Stadt auf der Highspeed-2-Strecke vom Intercity vor kurzem gestrichen wurde. Stattdessen wurde ein anderer Fernbahnhof angeschrieben. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann nach Ewigkeiten kriegen die dann auch wieder einen Anzuganschluss nach Sesen über die Hauptstrecke Highspeed-2 und so weiter. Das wäre früher nicht denkbar gewesen, solche Verbindungen. Inzwischen denke ich mir aber, ja, sind wir doch mal kundenorientiert. Saalfeld Getreidehof, ein Bahnhof mit 8er Länge, das heißt RE-Länge, fährt aber kein RE, das liegt daran, dass während den Umbauarbeiten in Bad Muskau und so weiter alle Züge aus Wilden hier geendet haben. In Saalfeld Getreidehof und dann von hier, da sieht man auch schön, dass die Strecke, die ganzen Schienenersatzverkehr am Bus gefahren sind. Ich kann hier nicht einfach die Strecke abreißen, da fahren einfach zu viele Züge, als dass ich die Strecke hätte abreißen können und einfach sagen können, ja, mache ich Pause und dann baue ich das. Deswegen musste ich hier wirklich mal für Umleitung sorgen. Das ist ganz lustig, als ich Weißmain umgebaut habe. Ich laber gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen, da kann ich auch mal kurz Pause machen. Haben alle Züge, Hallo? Jetzt finde ich es nicht. Wir waren noch gerade in Friesack. Genau, und hier ist Monschau. Ja, als ich da alle, als ich Bad Berneck umgebaut habe, da habe ich die Züge über Monschau geschickt. Und die Intercity hier auf die S-Bahn-Strecke zu schieben, die hier vor normalerweise auf in 6 Gleisen waren, war dann im Endeffekt eine dumme Idee. Und ähnlich scheiße ist das hier gelaufen, auf gut Deutsch. Wobei es da noch im Vergleich ganz gut gelaufen ist. Da musste ich ja nicht alle um einen riesigen Bahnhof umbauen. Und alle großen Bahnhöfe wurden eigentlich irgendwann mal umgebaut und diese nicht umgebaut wurden, die sind einfach nur maßlos überfüllt. An Zügen. Und langsam auch am Passagieren wieder. Langsam kommt hier wieder was hier. Das ist die Buslinie nach Sesen. Deswegen meine ich, sie brauchen einen guten Zuganschluss, damit die nicht hier von Peitz ausfahren müssen. Also eine Sache, hier habe ich auch überlegt, den Fernzug halten zu lassen. Könnte man jetzt von der Zahl her sagen, nicht wichtig, aber wenn man sich dann mal die Verkehrszahlen am Zentralbahnhof ansieht, denkt man sich, ja, vielleicht wären es weiter Fernbahnhof in der Stadt gar nicht schlecht, aber da habe ich natürlich vorgesorgt und dafür gibt es ja den Flughafenbahnhof. Wilden ist hier die größte Stadt auf der Karte. Gut angebunden. Natürlich ganz abgedeckt da vorne. Aber das hier war alles mal, muss man bedenken, die ICEs fuhren hier natürlich noch nicht. Dafür fuhren hier ganz viele Intercities durch den Tunnel, die fahren jetzt nicht mehr. Man keine Intercities mehr, die fahren jetzt auf anderen Ebenen, da fährt zum Beispiel einer. Und da gibt es noch eine andere Ebene, auf der die fahren. Da, hier die, sieht man so ein bisschen. Die fuhren alle damals auf einem Gleis, also zwei Gleisen hier quasi. Also zweigleisig war das nur. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie es sich da mit den ICEs staut. Die fuhren dann natürlich vorher nicht. Aber man sieht, hier sind ein paar Züge dahinter und damals war hier noch deutlich mehr Verkehr. Da habe ich mir dann als provisorische Lösung diese Strecke hier unten gebaut. Und irgendwann habe ich gedacht, das geht nicht mehr, da habe ich sechsgleisig jetzt ausgebaut. Sechste Gleis hier für die ICEs, das habe ich in weiser Voraussicht gebaut und dann erst viel später genutzt. Praktisch, da ich das gemacht habe, muss ich sagen. Hier der Airport-Umfahrung, die wird eigentlich gar nicht mehr von S-Bahn genutzt. Hier fährt nur noch die Ringbahn und hier auf dem Teil fährt wenigstens noch die S27. Ne, auf dem Teil nicht. Aber hier unten fährt noch theoretisch die S27. Die fährt hier dann unten rum, anscheinend. Ja, und hier fährt natürlich die S10, die noch hier hochfährt. Hier fährt nur der Ring. Das heißt, diese Strecke ist eigentlich völlig unnötig. Ja, das ist so eine Sache. So, hier in Frankenthal fuhr ursprünglich die S1 dann hier hoch, Richtung Frankenthal-Wald. Die CS18, die fährt noch weiter über Trochtelfing und nach Oranienbaum-Wörlitz nach Pfarrkirchen. So, wir kommen jetzt zu unserer Endhaltestelle, Wiltenmarkt. Ich habe gedacht, warum U-Bahn, wenn hier mehrere S-Bahnen enden, dann fährt die S10 hier zur Ammerstraße und die S1 zum Markt. So, wir müssen jetzt aber erstmal warten, bis hier die S10 an uns vorbeigefahren ist. Und dann ist es mit Fahrt beendet. Um 3 Uhr, 1 bei mir. Voll, ne? Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, sieht man. Das 1er Frankenthal hat ein Stündchen Verspätung. Und tschüss. Mit üs. Das ist zu früh anscheinend.